Der Calvin-Zyklus befindet sich in einer feinen Balance. Einerseits möchte die Pflanze Glycerinaldehyd-3-Phosphat aus dem Calvin-Zyklus entnehmen, um damit Biomasse aufbauen zu können. Andererseits braucht es Glycerinaldehyd-3-Phosphat, um den Akzeptor zu regenerieren. Schließlich darf der Kreislauf nicht unterbrochen werden. Das Dilemma lässt sich lösen, indem die Pflanze nur so viel Kohlenstoff entnimmt, wie zuvor als CO2 eingetreten ist. Die Stöchiometrie erklärt, wie das geht. Diese Abbildung zeigt den Calvin-Zyklus in einer etwas anderen Darstellungsweise. Beginnen wir mit dem, was wir bereits kennen. Die CO2-Fixierung, Reduktion des Kohlenstoffs und die Regeneration des Akzeptors befinden sich hier in diesen drei verschiedenen Teilen. Zusätzlich ist der Calvin-Zyklus in zwei Bereiche unterteilt. Der graue Kreis in der Mitte und der lange grüne Pfeil hier rechts. Beide Bereiche gehören zum Calvin-Zyklus. Damit wir uns besser orientieren können, beginnen wir mit dem Akzeptor Ribulose 1,5-Bisphosphat. Jede Verbindung ist mit einem oder zwei gelben Kästchen verbunden. Darin ist angegeben, wie viele Moleküle gebraucht werden. In der Chemie nennt man das die Stöchiometrie. Hier beim Akzeptor steht 3 mal C5. Damit ist gemeint, dass es 3 Moleküle des Akzeptors braucht. Jedes Akzeptormolekül besteht aus 5 Kohlenstoffatomen. 3 mal 5 ergibt insgesamt 15 Kohlenstoffatome. Damit starten wir und erstellen jetzt eine Bilanz für den Kohlenstoff im Calvin-Zyklus. Als erstes tritt das CO2 in den Calvin-Zyklus ein. Jedes der drei Akzeptormoleküle bindet ein CO2-Molekül. Anschließend zerfällt es in zwei C3-Körper. Machen wir dafür eine Bilanz. Die drei Akzeptormoleküle haben 15 Kohlenstoffatome beigetragen. Drei weitere stammen vom CO2. 15 plus 3 ergibt 18 Kohlenstoffatome. Die 18 Kohlenstoffatome liegen als 3 Phosphoglycerat vor. Das ist ein C3-Körper. Insgesamt sind also 6 Moleküle Phosphoglycerat entstanden. Diese 6 Phosphoglycerat-Moleküle unterteilen wir gedanklich in zwei Gruppen. 5 Moleküle lassen wir im grauen Bereich. Sie enthalten genau die richtige Menge Kohlenstoff, um daraus die 3 Akzeptormoleküle regenerieren zu können. 5 mal C3 ergibt 15 Kohlenstoffatome. Das sind gleich viele wie bei den Akzeptormolekülen. 3 mal C5 ergibt ebenfalls 15 Kohlenstoffatome. Und der Weg dahin führt hier unten durch. Oder anders gesagt, der Kohlenstoff der Akzeptormoleküle bleibt im Calvin-Zyklus drin. Das ist der graue Kreis. Nun sind aber 3 zusätzliche Kohlenstoffatome in Form von CO2 hinzugekommen. Sie entsprechen diesem einen Molekül 3-Phosphoglycerat im grünen Bereich. Der Kohlenstoff vom CO2 ist nur vorübergehend im Calvin-Zyklus. Macht man für ihn eine Bilanz, bekommt man immer 3 Kohlenstoffatome.
Die Namen der Moleküle ändern zwar, die Menge des Kohlenstoffs bleibt aber immer gleich. Der dunkelgrün markierte Kohlenstoff ist nur vorübergehend im Calvin-Zyklus und verlässt ihn anschließend wieder.